Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Wir machen jetzt hier die nächste Mission. Wir sind auf dem Weg dahin, erstmal die Informationen zu beschaffen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuschalten, für euren Support. Das ist echt nice von euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Eieiei, wo landen wir? Den Heli. Ich würde sagen, hier. Sieht irgendwie leer aus. Die Drohne ist oben. Aha. Kann aber nicht viel sein. Aha. Nummer uno. Ich habe das Ziel. Am Boden. Den Rest gehen wir rein. Für den Rest gehen wir rein. Spannend, spannend ist es auf jeden Fall. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Hey ho. Ja, entspann dich mal. Ah, kann ich gebrauchen. Kann immer gebrauchen. Offenbar gibt El Chido ein Konzert in einem Dorf namens Umamaka. Bowman, wir haben erfahren, dass El Chido ein Konzert auf einer Bühne in Umamaka gibt. Die nennen die Show Pachangon Boliviano. Ich wäre so gern da. Naja, Kisera, wie man so sagt. Wir müssen das Konzert verhindern. Gehen Sie dahin und crashen Sie die Party. Irgendein besonderer Wunsch? Sorgen Sie einfach dafür, dass keine Musik läuft. Und sorgen Sie für ordentlich Radau. Ich melde mich. Okay. Eine Sekunde. Ich lese mir das mal kurz. So. Okay. Party Crasher. Quasi. So. Joho. Erreichen Sie den Veranstaltungsort. Okay. Mit dem Heli würde ich sagen, geht das immer sehr schnell. Erreichen Sie den Veranstaltungsort. Wir können natürlich auch. Nee, komm, wir machen das. Wir so. Wissen, dass El Chidos Konzert an einem Ort namens Umamaka stattfindet. Wir stoppen die Show, gehen rein und nehmen den Laden auseinander. Ich mach das, ich fliege. Wie okay, immer. Auf geht's. Nee, das wollen wir doch gar nicht. Wir wissen, dass El Chidos Konzert an einem Ort namens Umamaka stattfindet. Wir stoppen die Show, gehen rein und nehmen den Laden auseinander. Genau so machen wir es. Immer schön tief fliegen. Wegen den Raketen. Oh. Blitzaction am Veranstaltungsort. Juhu. Blödes Wetter. Okay. Wir reißen den Veranstaltungsort. Das dürfte ja hier sein. Dann landen wir hier. Runter, 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 runter. Schnell, 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 schnell. Wow. Wow. Ja, wir werden direkt entdeckt. Alter. Seht euch das Versorgungsflugzeug an. Sieht beladen und startklar aus. Tja, Pech gehabt. Wenn sie den Schlüssel stecken lassen, verdienen es die Trottel doch auch nicht besser. Also los. Hey, wir haben einen Narko.
beim Flugfeld. Hä? So. Hab das Ziel. Mit dem machen wir einmal Knipsknaps. Schussbereit. Volltreffer. Greife an. Ah, klar, das ist der eine. Dass der eine Stress macht. So, na, das okay, müssen wir verschieben quasi. Die Kippe, wo sonst? Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Ziele markiert, auf dein Zeichen. Jetzt. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Dann loslegen. Greife an. So, hier links. Yo, schweres Kartell, MG. What? Ziel gesichtet. Das war knapp. Sicario, ja, es war wirklich knapp. Mal sehen, was wir tun können, damit El Chido dort nicht spielt. Vielleicht niederbrennen? Mal langsam, Feuerteufel. Vielleicht gibt's noch was Subtileres, okay? Feind markiert. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Bereit? Feuer frei. Claro. Ich hab Pakatarium verstärkt. Ist tot. Alles klar. Männer sind unterwegs. Sie suchen uns. Vorsicht. Ihr Leutnant verpisst sich. Scharfschütze, runter mit dir! What? Was hat das denn wieder? Such die Deckung, los! Alter, kommt, helf mir mal! Was war das wieder für eine Action? Durch die Mauer geschliffen. Danke. Roger. Er ist erledigt. Da hinten. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Wie konnte ich den denn nicht haben? Gut, gut. Mann, wenn du zielen könntest, hättest du mich nicht erwischt. Verstanden. Ein ins Haus. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Boah, krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Boah. Was geht denn hier ab? Bereit machen. Feuer. Hab verstanden. Wir müssen alles töten, was sich hier irgendwie bewegt, ja. Knickknack, Lichter aus. Alle bereit? Feuer! Hua! So. Warum kommst du nicht rein? Ja, das hört sich gut an. Zerstörung, ja, okay.
Dazu müsste ich aber auch erstmal reinkommen. Ach, da. Oh, der Rest erledigt sich ja von selbst. Granate fliegt. Nehmt das. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Sind fertig, würde ich mal sagen. Sind hin. Nichts für ungut. Aber die können sich jederzeit neue kaufen. Aber Alcido kann sich keine neuen Eier kaufen. Er hört von der Explosion und läuft mit angekniffenem Schwanz nach Hause. Ja. Das war ja einfach. In Anführungsstrichen. Ein paar Mal hätte es uns beinahe erwischt. So, da wir aber hier schon sind, nehmen wir natürlich die Mission mit. Oder wir holen uns hier unten noch Informationen. Ja, wir holen uns da unten noch die Informationen. Und dann würde ich sagen, ich habe kein Ziel. Moment, machen wir noch die Nebenmission mit rein. Oh. Der Wagen macht gerade, was er will, aber egal, wir sind unten. Und jetzt die Information, schnell rausgesprungen, natürlich. Holen wir uns die Informationen, die müssten ja hier sein, denke ich mal, ne? Ja, hier liegen sie. Hola, ¿cómo va? Natürlich Fertigkeitspunkte, ist ja wohl logisch. Dann haben wir das auch. Fein, fein, fein. Hier sind direkt nochmal Informationen. Vom Leutnant, okay. Halten wir den so einfach. Naja, den kriegen wir denn doch nicht so schnell. Wir haben sie aufgescheucht. Ist aber nicht schlimm. Wir holen uns. Habt ihr das gesehen? Eiskalt hat er mich überfahren. Der Zivilist. Eieieiei. Frisse nochmal. Ja, allerdings. Scheiß nochmal, was da noch passiert. Einsteigen. Auf dein Zeichen, Boss. So, dann nach oben. Ja, ein Klassiker, oder? Dazu sagt, ey, was ist das, die unüberwindbare Mauer, oder? Alle noch ganz. So. Dann machen wir jetzt die Nebenmission auch noch schnell. Hier kann keiner mehr sein, was für alarmiert. Wir haben die alle gnadenlos erledigt. Das schon vor einer Viertelstunde. Nice. Nimm mal mit, oder? Ja, komm. Sind wir mal nicht so. Fahrer natürlich. Hallo. Auf dieser Seite ist alles klar. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Das hört natürlich man als Pilot gerne. Oder als Beifahrer. Ziemlich viele Knöpfe hier, alles klar. Oh oh, was war das denn? Leuchtfeuer. Ja, Flugzeug zu fliegen ist auch schon nice, aber die Steuerung lässt zu wünschen übrig. Aber egal. Wollen wir mal gucken, ob wir die perfekte Bruchlandung machen. Ich weiß nicht, wo wir da reinfliegen müssen. Hier unten? Ja, sieht so aus. Bringen wir uns erstmal kurz in Position.
Oh, oh. Doch. Wow. Eine harte Landung, aber eine Landung. So, kurz richtig einparken hier. Die Rebellen können ihren Nachschub später holen. Perfekt. So, liebe Leute. Da würde ich auch schon sagen, war es das dabei. Vielen lieben Dank auf jeden Fall wieder, dass ihr zugeschaltet habt. Supportet das Ganze weiterhin so nice. Haut rein.